Hallöchen, meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Xera Survival. Wir wurden ja rausgeschmissen, weil der Server neu gestartet hat und wir haben unsere ganzen Waffen noch. Ich hatte zuerst Schiss, dass vielleicht aus irgendeinem Fehler irgendwie die Waffen und ganzen Loot alles nicht. Was ich sagen wollte. wenn ich speichert, wollte ich sagen. Und wir haben ja so ein Rotpunktvisier gesammelt, also gelootet bei diesem Flugzeugabsturz. Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich das denn jetzt nutzen? Kann ich das für jede Waffe benutzen? Kann an einer Waffe angebracht werden. Aber wie? So vielleicht? Ah, so, okay. Ich gehe mal kurz wieder Kamerawechsel. Ja, okay. So, wo sind wir jetzt? Am Arsch der Welt da hinten. Da ist wieder ein Flugzeugabsturz, aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht, hoffentlich. Gehen mal zum Camp. Was wir da so Schönes machen können. Oh, hier ist einer drin. Winter Knight. Cool. Wir sind nicht mehr alleine. Und ich weiß nicht. Oder ist. Kann man den hier sehen? Nee, ne? Wir sind nicht alleine auf dem Server. Weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. Auch 9mm Drohnen, die haben wir ja. Oder von 25? Okay. Wir haben jetzt nicht allzu viel Munition, aber besser als gar nichts. Nahkampfwaffen haben wir gar nicht, glaube ich, ne? Ja, schade. Außer unsere Fäuste natürlich. Wie viel Damage machen die? Steht das da irgendwo? Schaden 10%, 15%, 10. Oh, die gemacht mehr Prozent als die P5. Ganz ehrlich, dann bleibe ich bei der MP5 erstmal. Kleiner Rucksack, wir haben großen Rucksack, brauchen keinen kleinen Rucksack mehr. Supply drop is incoming. We've transmitted the coordinates to your mapping device. Alles so weit weg? Was ist das hier eigentlich? Ziviler Bunker. Was ist am Arsch der Welt? Diese grünen Dinger sind sichere Befestigungen. Ich würde ganz gerne mal dahin gehen. Wir haben nur zwei Stück. Einmal da und einmal da. Heißt, ich gehe der Richtung. Ich hoffe, der killt mich nicht, wenn er mich sieht sofort. Weil ich möchte immer ganz gerne lieber Spieler sein und habe keinen Bock, immer Leute zu killen. Wir haben Level 2, ja, stimmt. Wir haben Level 2. Können wir nicht irgendwie was. Fertigkeitspunkte. Wie kann ich die. Bitte. Alle Waffen. Wie kann ich die Fähigkeitspunkte denn ausgeben? Und wofür? Ich finde den Kopf einfach so geil. Es tut mir leid, aber da kann ich den ganzen Tag machen. gute Frage. Ich weiß gerade nicht. Wo ich jetzt die Punkte kann. Irgendwo gehen. Ja, ich hoffe, nicht irgendwie rausfinden. Wenn ich vielleicht hier mal drauf gucke. Drücken, um zu sprechen. T. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hört mich da einer? Warte mal. Irgendwie Mikrofon ein- und ausschalten? Gerade nicht, ne? Habe ich ja keinen Plan, wie die Fakers-Punkte das irgendwie einlösen kann. In der Richtung wollte ich. Und in dieser Richtung so ungefähr. Ich weiß nicht, ob der Sprachchef vielleicht nur gehört wird, wenn man irgendwo in der Nähe ist. Hello?
habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, weil ich alles in diesen sicheren Befestigung machen kann, ob wir da einen Händler finden, wo wir zum Beispiel diese Barren da verkaufen können. Gehen wir mal von aus, ne? Aber so groß ist die Karte momentan noch nicht. Also, es geht einigermaßen. Gibt es da auch Tiere, die mich angreifen? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht hoffen. Wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken mit, ne? Auch blöd. Aber vielleicht alles im Händler kaufen, würde ich hoffen. Da filmen wir vielleicht. Oh. Ich hätte vielleicht auf der Straße bleiben sollen, so wie looten, so, ne? War ich nicht so clever, dass ich jetzt hier mitten durch den Wald laufe. Und die Musik auch immer her. Wie kann man sich eigentlich Sachen zusammenbauen? Ich habe noch nicht so ganz verstanden. Etwas Gatze stellen 30% HP mit einer Abklingzeit von 2 Sekunden wieder her. Stoff 0 von 3. Super. Wir haben, egal was ich machen möchte, ich habe einfach rein gar nichts. Essverstärkung mit Nägel ist auch cool. Hallo? Kann mich einer hören? Cool, 3 Leute vom Server. Also es freut mich eigentlich, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass ich nachher umgebracht werde. Ich bin ja schon froh, wenn ich im Lager gerade bin. Wo ich hoffentlich keiner killen kann. So, warte mal. Einladung zur Gruppe. Spieler stumm. Vermelden. Erstmal noch gar nichts. Ich glaube nicht, dass ich hier jemals einen Deutschen finden werde, glaube ich. Spiel. So, irgendwas trinken wir nur 45% an Flüssigkeit. Finde ich da irgendwo was? Hinten ist der Lager. Wie heißt das? Nicht Lager, heißt anders, ne? Sichere Befestigung. Mir interessieren, wo die sind. Obwohl, vielleicht auch nicht. Ich habe mal noch Angst, einen Spieler hier zu sehen. In der Safe Zone, du kannst keinen Schaden bekommen. Geil! Das wollte ich lesen, genau das wollte ich lesen. Hallo? Klappt anscheinend nicht. Ich glaube, man kann nur Spiele in der Nähe wahrscheinlich hören, schätze ich. Oder wenn man in eine Gruppe eingeladen wurde. Ist hier oben was? Ich guck mal. Ich kann keinen Schaden nehmen. Kann ich denn schießen? Nein. Okay. Ist denn irgendwo einer, irgendwie so ein Händler? Weil man kann ja Sachen beim Händler verkaufen. Wo ist der überhaupt? Ist der hier irgendwo?
Achso, soll ich wahrscheinlich erstmal da reinlaufen, ne? Cool, da steht ein Riesentannenbaum, den will ich mir angucken. Was machen? Wahrscheinlich, irgendwer musste ja wohnen, wo kommt sonst der Tannenbaum alles her? Weil... Ach, wie süß! Ist der echt? Wir können jetzt, glaube ich, Sachen hier reinlegen, die wir dann, glaube ich, überall mit hinnehmen können, glaube ich, ne? Schätze ich. Den Server. Glaube ich zumindest. Oh, während des Early Access kann das Inventar komplett gelöscht werden. Es hilft uns, den Loot anzupassen und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen. Hört sich nicht so toll an. Aber wo ist das der Händler? Ist das der? Kommt der Pilot? Hey, wieso geht die Flüssigkeit bei uns eigentlich hoch? Auf 79 jetzt. Ist hoch schlecht? Ich dachte, runter wäre schlecht. No. Serra-Team. Wünscht ihr ein frohes neues Jahr. Oder? Markt. Hey, wir können... Wo ist das überhaupt? Das ist mein Inventar, ne? Dein Inventar. Wir haben noch irgendwo was gehabt zu verkaufen. Das hier. Geht das nun? Geht das? Achso, so. Verkaufen. Verbandskasten, Nägel, schmutziges Wasser. Sollte mit Vorsicht getrunken werden. Haben wir überhaupt? 67, ne? Können sie, glaube ich, gar nichts kaufen. Doch Wasser können wir uns kaufen. Und eine Waffe. 7,62 mm Kugeln. Wir gar nicht. Das können wir uns auch nicht leisten, leider. 308. Aber auch nicht. Die hätten wir, 27 Schuss, können wir sogar leisten. Macht aber nicht so viel Damage, ehrlich gesagt. Und ich glaube... Ah, frisches, was haben wir hier? Können wir jetzt einfach sagen... Fünfmal? Hä? Wie geht das denn jetzt? Oder weil hier einmal draufsteht, hat er nur einmal vielleicht. Kann auch sein. Nee, zweimal jetzt, okay. Teilschrott. Stoff. Ach cool, du wurdest gerade geändert anscheinend, ne? Ja, wurde jetzt gerade geändert. Der ist ein Inventar gerade verändert. Schutz 30%, Schutz 20%, ja, warte mal, verkaufen, können wir jetzt, wenn ich das verkaufen möchte, das verkaufen möchte, brauchen wir, welche brauchen wir, ich muss gucken, 9 mm, ne, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht, jetzt haben wir eigentlich so viele Waffen, warte mal, eben kurz, ich verkaufe da mal eben kurz, irgendwas stimmt, glaube ich, gerade nicht. Warum werden bei mir noch viel mehr Waffen angezeigt? Ich bin gerade blöd.
12%, 10%. Ganz ehrlich, die MP und G17 können wir eigentlich auch verkaufen, oder? Hoffe ich. War das die MP? Okay. Ne, müssen wir einzeln verkaufen, glaube ich. P. 50. Warum haben wir denn zweimal Diegel? Stimmt doch gar nicht. So blöd. Doch, die haben wir zweimal. Okay, wie, wenn ich die ein... Okay, alles gut. Dann verkaufen wir Diegel auch noch mit. Eine. Verkaufen. Großer Rucksack haben wir einmal. Können wir auch verkaufen. Oh, 196, krass. Oh nein! Ich hab den einen gar nicht mitgenommen, glaube ich. Oder? Doch, habe ich wohl. Scheint. Bin gerade schon erschrocken. Okay, alles gut. Wie brauchte ich jetzt? 5,56 mm. Die haben wir da. Und 50. Da. 9 mm haben wir so viele Kugeln von. Verkaufen wir erstmal. Kaufen. 9 mm würde ich ganz gerne erstmal behalten, glaube ich. Sicher ist sicher. 204. Können wir uns auf jeden Fall so einen Helm mal kaufen? Hä? Ach so, ich dachte, 11 Dollar sind. Okay, alles gut. Verdammt. Ist doof. Okay. War doof von mir jetzt. Nachtsicht. Braucht man Nachtsicht? 80 ist cool, nehme ich einfach mit. Okay. Verdammt, ich rede auf mit dem Helm, den ich verguckt habe. Ich dachte 11 Dollar, aber anscheinend nicht. Fuck. Was ist denn 80 denn jetzt? Ach, schon ausgerüstet. Auf N, glaube ich, ne? Ja, cool. Sehr cool so. Alter, wie viele Spiele sind jetzt hier drauf? 5 Stück jetzt. Sind die rote Punkte? Aber bedeuten die? So ein, ist das ein Bunker oder was? Eine Straßensperren, glaube ich. Achso, ich kann reinzoomen. Okay. Ja, da ist eine Straßensperren. We've transmitted the coordinates to your mapping device. Da wird alles da hinten gedroppt. Das ist eine Scheiße. Warum wird alles da hinten gedroppt? Das ist nichts wie bei mir in der Ecke. Weil wenn ich ihr jetzt was gebe, ne, könnte ich doch rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, möchte dann... Haben wir auch eins sind? Ja. Eine gerade nämlich mit. Sein Wasser bleibt. C4 tue ich mal lieber da rein. 9 mm Kugel. Da auch rein, übertragen. Falls man sterben sollte. Warte. Also bleiben wir erstmal. Aber wenigstens nicht ganz. Nicht alles verlieren, falls wir sterben, falls uns irgendein anderes Spiel so umbringt. Ich finde halt cool, dass so viele Leute jetzt da sind, aber ich habe trotzdem so mehr Schiss, dass uns was passiert. Muss ich bis dort hinten laufen? So gar nicht. Dann ist die Waffe weggetan. Wenn es dort ist, die Waffe auf 1. Okay. Kann man nicht auf Nahkampf so machen. Doch, sekundär, klar. Jetzt nachladen. Vielleicht sollte ich
Straße suchen, wo ich was looten könnte eventuell. Und dann die Straßen in diese Richtung einfach weiterlaufen, bis wir irgendwann da sind. Da haben wir auch Loot. In der Richtung dann, ne? Oh. Okay, dann machen wir das mal. Gucken, ob uns beim Loot irgendwer erwartet oder... Edward. Nee, ich dachte, du wärst Edward, der ist aber anders. Alles gut. Sein Ping. Rot. Einfach die Straßen nach und dann sollen wir irgendwo ankommen. Ich bin mir sicher, dass wir gar nicht mehr ankommen, dass da irgendeiner vor uns ankommt. So, die Mikrofon schlagen schon. Frau mit irgendein German Spiel. Ja, ganz cool, wenn ich mit einem Spanisch. Ah, okay. Ich habe doch jemand gehört, oder? Hello? Ich glaube, das klappt echt nur, wenn man irgendwie in der Nähe von Spieler ist. Wie kann auf der Straße Blumen wachsen? Das ist mir neu. Und warum ist die Straße so leer? Ich möchte Autos finden, die ich vielleicht looten kann. Nachts, ich brauche ich eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt 11.57 Uhr. Wir hatten halt schon Nacht alles. Aber irgendwie wurde da gar nicht richtig angezeigt, dass es dunkel ist. Ich weiß nicht, wofür ich ein Nachtsichtgerät brauche. Vielleicht spät noch irgendwann. Hat ja alles noch. Kann man hier vielleicht was mitnehmen? Volle Feldflasche, oder jetzt weißt du, eine Feldflasche. 45% stört das. Nice. Was hier? Ist irgendwo einer? Der ist doch hier gelaufen, oder? Ist einer gelaufen, oder? Oh. Hätte ich ihn gar nicht kaufen müssen. Da können wir vielleicht wieder verkaufen.
Ja, der Loot ist schon weg, da war anscheinend schon einer. Wow, jetzt hinter mir ist ja so ein scheiß Bunker, wo ich auch mal ganz gerne hin wollte. Na egal, wir gehen jetzt zur Festung, da gehen, kommen wir hin. Aber eventuell, wenn hier einer gewesen ist, sollte ich vielleicht auch etwas Deckung gehen, nicht so über die Straße laufen. Vielleicht kommt uns da gleich entgegen. Also vielleicht den im Dorf vielleicht auch. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, wenn ich Spieler sehe, ob ich sofort schießen soll. Ich habe keine Ahnung. Was sind da eigentlich? Eine Stadt, glaube ich, ne? Gehen wir gleich mal hin. Ja, jetzt dieses Mal würde ich irgendwann laufen. Ich meine jetzt nicht meine Schritte. Das sind halt echt meine Schritte, die ich meine. Frisches Wasser. Ich finde, jetzt trinken habe ich viel eigentlich, aber also ich glaube, dass viel ist erstmal. Ich habe nichts zum Fressen, das regt mich gerade mega auf. Ich weiß, ich nehme jetzt beide mit, weil man kann ja immer noch wieder was verkaufen dann. Und nehme ich gerne alles mit, was ich finden kann. 9 mm. 54 Stück. 9 mm, 10% Schaden. 9 mm, 10% Schaden. Ich würde einfach nur machen, weil ich davon mehr habe gerade. Vision her. Weiche die erstmal auf, weil ich einen Schuss habe dafür. Es regnet. Stoff. Wir schauen mal ein Brecheisen. 15. Zu großer Rucksack. Wir haben einen großen Rucksack. Nehme ich trotzdem mit. Können wir ja verkaufen. Baseballschläger nicht auch mit. Granate. Wie kann ich die eigentlich werfen? Warte mal, Granate. Das war auf welche Taste? Achso, muss ich einfach hier reintun erstmal, ne? Okay. Dann 4, ne? Ich teste das gleich einfach mal aus. Ich weiß, wie funktioniert im Ernstfall. Also ich finde auch clever, den ganzen Loot mitzunehmen, damit andere... Ich finde das super, damit andere nichts mehr haben. Also... Nicht, wenn sie mich nachher mit meinen eigenen Waffen hier schlagen, die ich hier liegen gelassen habe. Dann nehme ich da ganz gerne was mit.
Waren die Türen eigentlich alle zu, bevor ich reingegangen bin? Ja, ne? Also die offenen Türen habe ich schon gelootet, also eigentlich alles hier, ne? Scheint. Guck noch mal kurz im Camp, ob hier irgendwas noch liegt. Ist das Nägel? Viele? Ein. Chips. Es ist ein Schlüssel erforderlich, um die Kiste zu öffnen. Ein Schlüssel. Kriege ich denn einen Schlüssel her? Ist er irgendwo hier oder ist er nicht hier? Kein Plan. Schlüssel. Kriege ich einen scheiß Schlüssel her? Ich glaube, den finde ich hier nicht im Camp, oder? Kommt nicht. Ich wollte mal mit der Granate testen. Cool. Sehr cool sogar. Und sofort noch ein Camp. Wollte einmal in die Stadt gehen, gucken, was da so ist. %15 Schaden. 12%. Man konnte ja aber irgendwie... Warte mal, bauen. Baseballschläger. Wie kann ich den jetzt bauen? Geht das? Kann ich das bauen? Bauen. Bauplan. Geht das denn? Ach, Level 10 benötigt. Krass, ich bin Level 2. Ich geh mal in die City, gucken, was da so los ist. Echt Schiss mit anderen Spieler. Weil ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut ausgerüstet bin mit Sachen. Und ich will nicht, dass mir alles weggenommen wird. Ess mal eben was. Ganz ehrlich, ich finde das Spiel sieht eigentlich richtig gut aus. Schade, so wenige spielen. Okay, ich und noch einer sind nur hier. Alles gut. Jetzt habe ich keine Angst mehr erstmal. Schade, dass echt wenige Leute spielen. Freuen, wenn es mehr Spieler geben würde. Schmutziges Wasser. Ich will nicht wissen, wer ein Auto da gehört. Wenn er Waffenmunition was bei sich hat. So realistisch wäre ja, wenn irgendeiner irgendwo eine Leiche im Kofferraum hat. Und hier. Was ist das für ein Zeichen da oben rechts? Ah, okay. We've got some supplies on their way. We've marked it on your map. Haben wir jetzt 45 Kilo tragen.
Metallrohr. Pistole. Kleiner Rucksack. Ich nehme gerne alles mit, weil ich alles gut verkaufen kann dann. So viel zum Looten. Wahnsinn. Ja, was ist denn hier? Also ich muss mich entscheiden, entweder Nachtsichtgerät oder Helm. Ich kann leider nicht beides tragen. Erstmal mit dem Helm, weil er mir mehr schützt. Deshalb brauche ich auch kein Nachtsichtgerät. Ich komme hier, ich bin zu fett, da komme ich nicht. Irgendwo was? Was? So ein Haus auch rein? Mal gucken. Da war irgendeiner. Das ist ein Roboter, glaube ich. One-Shot, nice. Danke. Hier rein. Cool, klasse, Kasse plündern. Fußballhelm. Wie viel schützt der? 10%? 20%. Na, da ist unser Helm, den wir haben, besser. Okay, jetzt wird's doch dunkel, okay. 21.15 Uhr, okay. Alles klar, alles klar. Ist verstanden. Auch in so ein Hochhaus rein? Ich glaube nicht. Okay. Auch nicht. Mal zerstören. Hinten. Da müssen wir eh hin wegen der Festung. Und wir sind alleine auf dem Server. Alles gut. Wie viele Waffen ich hier finde. Geil. Geil, 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 geil. Da ist ein Rettungs... Ne, auch Loot. Ne, leider nicht. Warte. Auch mitnehmen.
Schön, dass die alle auffallen lassen. Hier kein Rettungswagen, Lu. Gar kein. Warum brennt er so? Alter! Hab mich erschrocken. Leck mich fett, hab ich Glück gehabt. Oh, okay. Gut zu wissen. Die leuchten, die explodieren. Da können wir mal die Aufgabe da fertig machen. Oder die Festung da besiegen. Da ist ein Krankenhaus. Kommen wir da rein? Air Support incoming. Get indoors. Ja. Wir bleiben hier hoffentlich in Sicherheit, hoffe ich. Boah. Ich möchte nicht so nah am Fenster stehen, ehrlich gesagt. So, hier ist ein Krankenhaus. Warum gibt es keinen Verbandskasten? Was ist da für ein Fake? Oh, da hinten. Nein, die waren Schlüssel. Krieg ich nicht Schlüssel her. Weiß es doch nicht. Ist es doch nicht. Das zusammen. Nur Müll. Verbände. Auch gerne mit. Oh, wir sind fast voll geladen. Sind die Verbände jetzt? Da. Ein. Hä? Soll ich den Schlüssel herkriegen? Ich hab keinen Plan, wo ich Schlüssel herkriege. Kann man die einfach aufbrechen mit einem Brecheisen? Ist doch ein Schlüssel. Oder eine Art wie ein Schlüssel. Hm? Ich hab kaum, wo ich einen Schlüssel herkriege. Keine Ahnung. Ob ich einen zufälligen Schlüssel finde, den man für jede Kiste benutzen kann? Keine Ahnung, wir müssen die richten. Geht's da runter? Und nicht weiter. Was war denn jetzt los? Ich war so süß gemacht in Roboterzahn und so mit diesem Weihnachtsdeko. Bin ich total süß, ehrlich. Gefällt mir. Wir müssen nachher auf jeden Fall zum Safe, zu dieser sichere Befestigung. Die wir total überladen sind und viele Sachen auch verkaufen können.
Pack wird uns überfüllt. Munition ist immer wichtig. Aber was ist das für eine 5,65? Brauche ich die gerade irgendwo für? Brauche ich. Dann tun wir einen besseren Stecker weg. Munition ist wichtiger. Level 3! Geil! Congratulations on the promotion, Soldier. Ich weiß nicht, wie ich Fähigkeitspunkte einsetzen kann. Ich habe keinen Plan. Alter! Wo kommt der auf einmal her? Ihr erschrocken. Jetzt mal essen und trinken. Was gegessen habe ich, glaube ich, jetzt, ne? Oh, ne. Ja, getrunken oder gegessen? Ich weiß gerade nicht. Trinken nochmal kurz was. Trinken noch was. Essen noch was. Versteckt er mit dem Fertigkeitspunkt. Ich will aber ganz gerne checken. Kann ich die? Achso, Einzelschuss automatisch kann man mit X machen, okay. Einzelschuss machen wir. Klappt das denn? Schießen, ziehen, vorwärts, nach links, nach rechts, zurück, Sprung, Rennen, Autorennen, Hocken, Kamera, Primärwaffe, Sekundärwaffe, Nahkampfwaffe, Werfbar, Schnell, Heilen, Faust, Nachladen, Feuermodus, Schulter, was? Heizstellen, was? Achso, Drohne. Allein auf dem Server. Also es spielt auf jeden Fall ein paar Leute das Spiel, da ist schon mal sicher. Da lege ich nämlich eigentlich schon wieder auf und kurz gucken. Schon wieder fast 50 Minuten. Ich glaube, ich mache hier mal Cut. Sag dann fürs Zugucken, zu hören. In der nächsten Folge gehen wir, sind wir ja schon bald da. Wir sind bald an der Festung. Gehen wir in diese Festung da und killen die ganzen Roboters. Gucken, was dann passiert. Sag dann fürs Zugucken, zu hören. Bis bald. Ciao.